Hallo, hallo, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenserie von einer Adventure Map, die ich jetzt spielen werde, bis der Server eine neue Welt bekommt. Und ja, diese Map ist von Nefarians, habe ich gefunden auf Planet Minecraft. Die ist für 1.6, hatte auch ein eigenes Resource Pack dabei. Und wir lesen einfach mal kurz die Rules. Temple of Zed heißt übrigens. Keep an eye out for hidden goodies. Okay, also wir müssen... Okay, also es gibt versteckte Easter Eggs. This map doesn't work in peaceful mode. Nee, habe ich auch nicht. Best played on Moody. Ich mach mal wirklich auf Moody. Wenn ich merke, dass es zu dunkel ist für die Aufnahme, dann versuche ich es wieder heller zu stellen. Make sure graphics are set to fast. Okay. Wenn er will. Make sure to play with the resource pack. Habe ich auch gemacht. Und mir ist schon aufgefallen, dass dieses resource pack anscheinend keine Sounds hat, keine Tastensounds. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber wahrscheinlich. Also würde ich sagen, stürzen wir uns mal ins Geschehen. Entry 1 bei Percy Forkett. Ach, diesen Namen liebe ich schon mal. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von Oblivion. Wings of Kühnareth im Moment. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit ich den ersten Fuß in den Amazonendschungel gesetzt habe, um nach dem Tempel des Z zu suchen. Ich bin hoffnungslos verloren, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihm näher komme. Erst gestern habe ich einige komische Markierungen auf einem Felsen gefunden. Vielleicht finde ich heute mehr heraus. Okay, also ich werde das dann in der Nachbearbeitung ein bisschen übersprechen, sodass es wirkt, als würde ich es live übersetzen. ja, also wir sind anscheinend in einem Dschungel gelandet und er hat irgendwelche Zeichen auf einem Felsen gesehen. So, you can only sleep at night, aber anscheinend ist der Spawn hier schon gesetzt. Jetzt weiß ich auch, warum wir auf Fast spielen sollen, damit man hier nicht durchgucken kann. Ich dachte, die Musik passt vielleicht ganz gut. Auch wenn ich nicht weiß, ob wo rund, also was diese Map jetzt bedeutet. Also in welcher Zeit die spielt. Aber ich dachte, mittelalterlich ist vielleicht am besten. Es scheint so ein kleines Labyrinth zu sein hier. Ich bin schon verlaufen. Aber man soll ja die, man weiß ich nicht, darf man überhaupt Blocks breaken? Weiß ich gar nicht. Oh, Easter Egg. Oder nicht Easter Egg, aber... Oh, eine Melone, toll. Ich weiß gar nicht, ob man Sachen kaputt machen darf. Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man es nicht darf. Ne? Lieber Map-Ersteller, falls du es siehst. Ah, aber er spricht ja Englisch. Ja, ich habe mir einfach gedacht, wir müssten eigentlich mal... ich muss noch ein paar Sachen machen, bis der Server wieder restartet, damit nicht irgendwie mein YouTube-Kanal vollends abkackt. Wir haben vorhin ja schon den Enderdrachen aufgenommen und ein, zwei Runden Dota. Das kann ich dann auch alles nach und nach hochladen. Und jetzt nehme ich halt noch das hier auf, weil ich habe ein sturmfreies Wochenende und ich spiele einfach die Nacht durch. Schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich mich jetzt echt drauf gefreut. Und nach der ganzen Action mit den anderen jetzt noch alleine ruhig eine Adventure Map spielen. Das ist doch der perfekte Ausklang für einen erfolgreichen Abend, was das Aufnehmen angeht. Meine Güte, ich finde die gar nicht zurecht. Boah, tricky, ey. Tricky, tricky. Kann ich da hoch? Ah, nicht wirklich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich Sachen kaputt machen darf. Boah. Alter, dieses Labyrinth. Schon mal gut gemacht. Also, die ist nicht sehr berühmt, die Map. Aber die Leute, die was dazu geschrieben haben, die haben gesagt, dass sie sehr gut ist. Also, nehme ich mal an, dass sie gut ist. Auch wenn sie vielleicht nicht bekannt ist. Aber das ist ja, mal, ist ja kein Kriterium. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob ich was kaputt machen darf. Ich verbiete es mir jetzt einfach mal. Boah, ist das tricky, ey.
Junge, Junge. Das ist erst der Anfang. Oh, bei der Musik wird mir ganz wohl ums Herz. Das lässt wieder Gefühle aufkommen. Also ich habe es ja selber nie gespielt, das Spiel. Deswegen werden sich jetzt die Leute, die es gespielt haben, wahrscheinlich vor die Birne hauen. Und ich bin schon kurz vorm Verrecken hier. Bin ich denn bescheuert? Meine Güte. Kommt man hier überhaupt irgendwie durch? Boah, ich check gar nichts mehr, ey. Mein Gott, ist das gut gemacht. Das ist richtig gut gemacht. Jetzt bin ich wieder hier. Ist ja schön. Scheiße, ey. Oder hier hinten vielleicht? Geht's hier hinten weiter? Oder kann man hier hochspringen? Darf man das? Es gibt erstaunlich wenige Regeln. Irgendwie, ne? Also, ich hätte mir da irgendwie mehr erhofft. Auch so von wegen Block abbauen und so. Naja. Okay, jetzt merken wir uns mal. Also, wir kommen von hier. Jetzt gehen wir zuerst rechts. Jetzt die ganze Zeit rechts. Okay, das war schon mal nix. Wir halten uns dann einfach immer rechts. So. Jetzt geht's nur links hier. Aber wir halten uns trotzdem so weit wie möglich rechts. Okay, und hier ist Ende. Dann geht's wieder ein bisschen links. Und wieder rechts. Wir versuchen uns einfach so weit wie möglich rechts entlang zu schleichen. Ah, schade. Das war jetzt rechts. Also jetzt müssen wir ein bisschen links wieder. Wahrscheinlich hättet ihr es schon längst geschafft, ne? Angeber. Also das ist anscheinend eher eine Serie für die ruhig Gesinnten. Weil ich merke schon gerade, wie ich einfach innerlich immer ruhiger werde. Ich war ja heute Abend eher so ein bisschen hibbelig. Hab auch viel Cola getrunken. Meine Güte. Ich glaube, ich war hier auf jeden Fall noch nicht. Oh, gleich bin ich wieder beim Bett, ey. Wahrscheinlich ist es die ganze Map. Danach ist einfach Ende. Das wäre witzig. Ich habe nämlich vorhin schon eine Adventure-Map aufgenommen. Das war auch eine deutsche, weil ich wollte irgendwie auf jeden Fall mal eine deutsche probieren. Und... Ja, komm ich hier hoch? Nee, ehrlich. Aber hier war ich doch noch nicht mit dem Baum. Ah, eine Höhle. Was stand hier nochmal drin? Eine Boulder. Okay. Aber hier ist auf jeden Fall irgendwas drin. Sehe ich doch. Auf jeden Fall habe ich vorhin eine aufgenommen, aber die war extrem kurz einfach. Also die hatte ich in 10 Minuten durch oder so. Das fand ich ein bisschen schade, weil die war auch sehr nett. Aber war halt ziemlich kurz. Und dann hatte ich mir noch ein paar von Hypixel angeguckt. Die wollten wir dann auch eigentlich auch zusammenspielen. Und dann sind sie alle nacheinander weggegangen. Schlafen und so. Ne? Aber ich habe ja sturmfrei. Ja, hier war ich doch noch nicht, oder? Hier war ich doch noch nicht. Bisschen tauchen. Ich halte mich einfach immer rechts, ne? Okay, jetzt wieder hier. Ich muss hier lang. Aber darf ich hier überhaupt hoch? Ich glaube, ich darf hier gar nicht hoch. Oder hier, da kann ich aber. Hier. Dann so. Ja, ich glaube, das ist richtig. Aha! Wir kommen der Sache langsam näher. Ich bin ja irgendwie so der Typ, der sich wirklich überall umguckt, ne? Also, das ist auch, wenn ich irgendwie ein RPG spiele oder sowas. Ich sammle auch wirklich
alles ein. Das ist ganz krass. Okay, ich denke mal, wir betätigen mal den Schalter, oder? Das Wasser sieht so komisch aus. Ist im Resource Pack nicht in Ordnung? Sieht so komisch aus. Merkwürdig. Was hat sich jetzt getan? Da hinten hat es sich geöffnet. Da. Aber wir wissen trotzdem noch nicht, wo es lang geht. Oder kommen wir hier weiter? Ah, ich kann das Wasser hochschwimmen. Natürlich. Entry 2 bei Percy Fawcett. This is it. Das ist es. Das ist es, nachdem ich gesucht habe. Das kann kein Irrtum sein. Das muss ein Stück des Tempels sein, der vergraben wurde vor Tausenden von Jahren. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich es endlich gefunden habe. Okay. Also wir haben anscheinend das gefunden, was wir gesucht haben. Und das hier soll ein Knopf sein? Ach, das war nur das Ding jetzt drin. Was ist ein Zaun? Das ist ein Zaun irgendwie, ne? Sieht aber ganz komisch aus, wegen dem Texture Pack halt, ne? Ich gucke mich nochmal ein bisschen um. Wie gesagt, ich will ja immer alles mitnehmen, was es so gibt. Haha! Und wenn es nur das Kleinste ist. Wenn es nur ein Apple ist. Und hier hinten noch. Ich wette, ich bin wahrscheinlich der Erste, der wirklich alles mitnimmt. Das wäre doch witzig. Außerdem haben wir ja Zeit. Ich muss ja hier einen Monat überbrücken quasi. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video vom Server. Aber ich bin halt... Wir sind halt alle so ein bisschen, nicht genervt, aber, ja. Wenn wir wissen, dass er bald neu startet, warum dann noch irgendwie? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie Fallen da ausgelöst. Oh oh! Ah! Oh, das war knapp. Ich wusste jetzt nicht, ob da irgendwie noch was war. Na, sonst habe ich halt was vergessen. Puh, da kam jetzt ein bisschen Spannung auf hier. Ja, da hat man halt keine Lust, noch irgendwie was Großartiges zu bauen. Was ja auch verständlich ist, ne? Ich und Leon hatten wohl noch am meisten Bock, da irgendwie was zu machen. Ich habe auch so ein kleines Haus gebaut. Na, was passiert hier? Da. Oh, das sieht schön aus. Also ich bin richtig begeistert von der Map, ehrlich gesagt. Und ich finde es schade, dass sie so unbekannt ist. Ich weiß nicht, die hatte vielleicht insgesamt 1000 Downloads oder so. Das ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu Hypixel oder sowas, ne? Also mir gefällt die richtig gut, die Map. Die ist irgendwie so gemütlich. Also die ist nicht zu overpowered irgendwie. Und das meine ich jetzt auch nicht negativ. Das muss die Eingangshalle sein. Ich habe in Büchern darüber gelesen. Anscheinend muss ich 4 Aufgaben lösen. In jedem Bereich gibt es einen Schalter. Sind alle 4 betätigt, öffnet sich die Tür zum Hauptraum. Da muss es Schätze geben.